So, willkommen zum neuen Part. Let's Play Mario Party 8. Wie ich euch versprochen habe, kommt jetzt jeden Tag ein neuer Part von Mario Party 8. Ich denke mal auch zwei Parts pro Tag oder auch gemischt. Wir schauen mal, Leute. Erstmal willkommen und ja, ich habe euch das falsch gesagt. Heute Montag und Dienstag kommen Videos, nicht gestern. Gestern kam kein Video, deswegen. Ich meine nämlich Montag, heute und Dienstag. Ja. Dann wird es auch jetzt Bescheid. Und wir starten mit der Partie. Heute machen wir so ein Spielbrett. Heute machen wir so ein Spielbrett. Darauf könnt ihr euch drauf freuen. Heute machen wir so ein Spielbrett. So, freue ich mich drauf. Sehr. Ich spiele, genau. Sehr gut. Echt geil. Meines Ernst. Ja, let's go now. Schaffen wir. Let's go now. Ja. Ist schon wieder so ein Monat her, dass ich das Spiel gekauft habe. Ja, vor ungefähr einem Monat habe ich ja auch das Spiel gekauft. Schon wieder so schnell her, ja. Aber was soll's. Wir haben ja noch ein paar Parts vor uns, genau. Ja. Ach, Vorsitzen. Nee, Vorsitzen tun wir nicht. Ich wusste gar nicht, dass man Vorsitzen auch kann noch. Das geht nämlich nur in manchen Mario-Partys. Und es geht auch hier, okay. Dann können wir es da noch spielen, vielleicht irgendwann. Können wir ja auch irgendwann nochmal spielen. Ja, ist egal. Naja, ist doch egal. Ja. Heute spielen wir mal mit einem anderen Knochen, nicht mal nur Knochen trocken. Ja, nicht mal nur Bilder meine ich. Heute spielen wir nämlich mit Knochen trocken und heute spielen wir mit anderen Gegnern, nämlich mit Peach. Achso, das ist jetzt der Story-Modus, okay, sorry. Ich dachte, das wäre jetzt der Party-Modus, aber was soll's. Wie gesagt, heute spielen wir mal mit einem anderen Prinzip. Dann machen wir beim nächsten Mal dann das. Dann machen wir halt beim nächsten Mal dann das so, dass wir beim nächsten Mal mit einem anderen spielen. Heute bleibe ich doch dann noch bei Birdo. Neues Spiel machen wir, ja, ist mir egal. Hab Spaß gemacht, ist mir egal. Heute doch noch wieder und dann beim nächsten Mal dann nicht. Heute Daisy, Uhu und Tort. 10 Runden machen wir heute, genau. 10 Runden. Und was spielen wir für ein Spielbrett? Oh Gott. Dieses haben wir schon gespielt, dieses haben wir schon gespielt und dieses auch schon. Dann machen wir heute mal Corp Notes, das hier. Koopas Klettermarbude machen wir heute, genau. Das wird geil, das wird echt geil, Leute. Das kann ich euch sagen, das wird geil. Genau, let's go. Schaffen wir schon. Koopas Klettermarbude, genau. Damit fangen wir heute an. Jo, mit dieser Map. Die ist auch gut, die Map. Die habe ich auch schon mal. Ja, die habe ich letztens privat gespielt. Die habe ich echt letztens privat gespielt. Die war auch gut. Die war echt eine gute Map. Aber gut. Brutaler als Piraten. Gruseliger als Geister. Riskanter als ein führerloser Zug. In Koopas statt dem Mogule erwartet euch das heikelste Spiel überhaupt. Immer immobilen Schnalzgier. Vielleicht die paar Geheimnisse über dieses Spiel kurz erklären? Nee, danke, nein, danke. Dann nicht. Let's go. Wir brauchen nicht unbedingt erklärt. Das erklärt bekommen. Die Würfel sind, oh mein Gott, gefallen. Die sind ganz gut gefahren. Doch, ich bin Zweiter. Ist okay, doch. Wie, du bin ich. Und ich bin Zweiter. Ist okay. Ah, nicht doch. Zweiter ist okay. Ja. Dann fangen wir auch jetzt endlich mal an hier. Ich freue mich echt sehr drauf. Ja, schaffen wir schon. Jo. Am Zug, genau, bei Video.
Na gut, Ju. No. Oh, die Musik ist auch so schön chillig, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, die ist so schön chillig, die Musik, echt sehr schön. Die ist schön, die Musik, sehr schön. Alle, fast alle Musik sind ja auch hier gut. Im Game. Finde ich jetzt. Sehr gut. Ja, nicht gut. Nicht gut für uns, aber was für ihn. Was ist Gutes. Was Gutes für ihn. Okay, ja, ist okay. Da hat er halt einen Stern jetzt. Ist egal. Ja klar, aber ist egal. Bilder am Zug, genau, Bilder am Zug. Und eine 6 kriegen wir, ja, ja, ist auch okay. Nicht schlecht. Willkommen, Bido. Ja. Kann ich drücken, oder? Doch, kann ich. Sorry. Dieses Hotel könnte dir gehören. Könnte die gehören. Für nur 11 Münzen möchtest du ihn zitieren? Ja, vielleicht doch. Oder? Nee. Ich glaube, ich habe es. Nee. Ist keine gute Idee, aber ich mache jetzt trotzdem mal so hier so 6 Münzen. 6 Münzen mache ich mal, komm. Für 6. Ich habe keine 11, aber ist egal. Hätte ich auch, dass da auch alles ausgeben können, aber ist egal. Habe ich halt auch verloren, jetzt gerade das Geld, aber was soll's, habe ich nicht gesehen. Und Tor ist dran, genau, bam. Du hast auch okay, doch. Ja, ist okay. Dann will ich halt der dritte ist okay. Ist okay. Ein Stern, okay, danke. Oh, Knack. Hä? Was? Was war das gerade für ein Knack vom Finger? Aber ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt, Leute, ist wirklich nicht. Es war ein richtig starker Knack, ey, ernsthaft jetzt. Es war ein super, super starker Knack. Okay, das spielen wir hier. Wir spielen also Goldfinger. Okay, ich bin gespannt. Goldfinger spielen wir also heute. Ah. Ja, ich habe vergessen. Ganz vergessen. Muss ich ja auch abmachen. Ja, ich vergesse es halt auch immer wegen Zelda Skyward Sword. Deswegen vergesse ich immer es. Ah, okay, das Spiel kenne ich ja. Das Spiel kenne ich doch. Doch, das Spiel kenne ich noch. Doch. Das Spiel ist gut. Ja, ja, das kenne ich auch noch. Gutes Spiel. Das schaffen wir schon. Genau. Genau. Oh Gott, schlecht von mir. Sorry. Ja, 7 ist okay. 7 ist okay für mich jetzt. Hello, Bambino. Ja, ist okay, doch. Okay, die Leistung, war okay, die Leistung, sag ich mal so. Genau, Baby Yoda. Genau, Baby Yoda. Oh, die ist so eine schöne Musik, ey. Sehr gut, freut mich echt sehr gut. Die Musik ist echt toll, wirklich sehr gut. Ja gut, willkommen, Boo. Der kauft sich jetzt ein Hotel für 18 Münzen. Okay, nicht schlecht.
Er übertreibt richtig, aber er muss auch übertreiben. Dieses Hotel gehört jetzt Buhu. Okay, danke. Danke. Na gut. Ist okay. Und diesmal, okay, diesmal warten wir eben.